Moin und hallo. Ich bin Felix Mahn und bei SWB bin ich verantwortlich für alle Schul- und Bildungsaktivitäten. Ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, was uns ziemlich interessiert bei SWB und euch hoffentlich auch. Es geht um Fernwärme. Fernwärme ist etwas, was es in Bremen gibt, was es in vielen anderen Städten auch gibt, aber wir bei SWB in Bremen werden dieses Thema immer weiter ausbauen, denn es ist sehr wichtig. Es muss irgendwas mit dem Thema Wärme zu tun haben. Wärme brauchen wir zu Hause zum Heizen. Wir können sie produzieren in Gaskesseln, mit Holzpelletkesseln, mit Ölkesseln oder wir denken in etwas größeren Dimensionen. Bei SWB haben wir riesige Heizkessel und diese Heizkessel sind gar nicht nur dafür da, nur Wärme zu produzieren, sondern die machen auch Strom. Und wir betreiben ja Kraftwerke, mehrere Kraftwerke, wie ihr bestimmt schon mal gesehen und gehört habt. So ein Kraftwerk zum Beispiel. Das wird das Nachfolgekraftwerk in Hastedt. Und da wird Strom produziert und wenn man Strom produziert, entsteht immer eine Abwärme. Diese Abwärme kann man wegschmeißen, mit Hilfe von Kühlwasser, mit Weserwasser, oder man nutzt sie. Und wenn man sie nutzt, muss man sie an ein anderes Medium übergeben. Und das universellste Medium, was wir auf der Erde haben, ist Wasser. Wir brauchen Wasser zum Trinken, für unser gesamtes Leben. Aber Wasser ist der beste Energieträger. Wasser kann Wärme in großen Dimensionen aufnehmen. Und dieses Wasser kann man durch Rohrleitungen schicken. Und jetzt sind wir schon bei dem Thema, was Fernwärme angeht. Fernwärme hat etwas damit zu tun, dass es über riesige Dimensionen geschickt wird. Wir haben ein Fernwärmeleitungsnetz, das ist viele hundert Kilometer lang. Und dieses Netz transportiert die Abwärme aus so einem Kraftwerk nach Hause. In die Haushalte, in die Krankenhäuser, in die große Industrie. Es ist letztendlich nur warmes Wasser. Warmes Wasser mit einer Temperatur von bis zu 130 Grad Celsius. 130 Grad Celsius? Da haben wir doch schon längst kein Wasser mehr. Das ist doch Wasserdampf, oder? Ja, aber wir haben einen hohen Druck im Fernwärmesystem. 5 bis 7 Bar sorgen dafür, dass selbst bei 130 Grad das Wasser noch flüssig bleibt. Und wir wollen flüssiges Wasser im Netz haben. Das fließt also durch ein großes Rohr raus aus dem Kraftwerk hin zum Verbraucher. Und was macht der Verbraucher mit dem warmen Wasser? Na, er holt sich einfach nur die Wärme aus dem Wasser raus. Das Wasser aus dem Kraftwerk fließt nicht durch den Heizkörper durch. Das Wasser geht durch einen sogenannten Fernwärmetauscher. Und da wird die Wärme des Fernwärmewassers abgegeben an das, was wir zu Hause in der Heizung haben, nämlich den Heizungskreislauf. Also kann damit wieder ein neuer Wasserkreislauf erwärmt werden. Und der geht dann durch unsere Radiatoren, durch unsere Heizungssysteme und macht unsere Wohnung warm. Das Ganze, was wir hier in diesen Kraftwerken betreiben, das nennt man Kraft-Wärme-Kopplung, weil man nämlich bei der Produktion von Strom die Abwärme nutzt. Man koppelt es mit der Wärmeproduktion. Und das machen wir in verschiedenen Standorten. Das machen wir Kraftwerk Hastedt, das machen wir im Müllheizkraftwerk, das machen wir im Mittelkalorikkraftwerk, im Hafen und wir bauen auch immer neue Leitungen. Ganz aktuell wird eine Fernwärmeleitung gebaut vom Müllheizkraftwerk Richtung Fahr, Richtung Hastedt, weil wenn wir noch mehr Fernwärme auskoppeln aus Müll, dann können wir dafür sorgen, dass weniger Fernwärme aus einem Brennstoff wie Kohle oder Gas kommt, sondern aus Müll. Und Müll bedeutet deutlich weniger Kohlendioxid. Und das ist ja das erklärte Ziel. Wir wollen in vielen Jahren irgendwann mal CO2-frei, CO2-neutral werden. Bis dahin ist noch ein langer Weg, aber wir versuchen, zumindest jetzt schon mal, die CO2-Emissionen zu senken. Und Fernwärme ist ein total wichtiger Schritt dorthin. Wer Fernwärme zu Hause bezieht, der braucht keine eigene Heizungsanlage, der muss sich nicht um die Wartung seiner Anlage kümmern. Das übernehmen alles wir. Es ist ökologisch und es ist ökonomisch sinnvoll. Bei SWB fühlen wir uns verantwortlich für Bremen und die gesamte Region.
Für alles, was hier passiert, für unsere Umwelt und unser Klima. Deshalb werden wir in Zukunft auch dafür sorgen, dass wir weniger CO2 emittieren, dass wir ein lebenswertes Klima in dieser Stadt haben. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. SWB. Für heute, für morgen, für mich.